Grüezi miteinander und herzlich willkommen zu einem weiteren Webinar «Bessere Produkte konstruieren mit SolidWorks Simulation». Schön, dass Sie sich eingeloggt haben. Mein Name ist Bernhard Lüthold und ich werde Sie hier durch das Webinar durchführen. Nach dem Motto «Es geht immer besser» kann man Produktentwicklungen an verschiedenen Beispielen zeigen. Ich habe da mal das Velo rausgesucht. Und der Herr von Dreis hat da die Laufmaschine 1817 entwickelt. Übrigens, der vollständige Name war Karl Friedrich Christian Ludwig Freiherr Dreis von Sauerbrunn, falls Sie das nicht gewusst haben. 1870 kam das Hochrat und gerade ein bisschen später das Sicherheitsniederrat, wo doch schon sehr an unserem Velo gleicht. Das Ganze hat aber nichts mit dem heutigen Rennrad zu tun. Die sind unter 10 Kilo leicht und haben sehr hohe Steifigkeitswerte. Übrigens, gerade die Firma Canyon braucht SolidWorks mit dem Simulation zusammen, um diese Entwicklung weiterzutreiben. Kommen wir doch zu der Agenda vom heutigen Webinar. Wir gehen zuerst in Trenderfassung rein, dann geht es weiter in Konstruktionsstudie, dann haben wir zwei Optimierungen, zuerst Parameteroptimierungen, dann kommt Topologieoptimierung und am Schluss noch eine kurze Zusammenfassung. Schauen wir uns doch die Trenderfassung gerade einmal miteinander an. Oder mit der Frage, was wäre wenn? Zu der Fragestellung, wie wirkt sich ein breiterer Steg auf die Maximalspannung aus? Springen wir doch gerade mal ins SolidWorks. Und da haben wir das Spinnenteil mit den 5 Armen. Und wir als Simulanten tun natürlich immer vereinfachen. Es passiert ja in jedem Arm das Gleiche. Also nutzen wir doch da gerade mal die Symmetrie aus. In der Studie selber haben wir Materialdefinitionen gemacht und wie schon gesagt, nehmen wir da die zyklische Symmetrie rein, in den Einspannungen und wir haben da eine tangentiale Kraft von 30 Newton, die da auf dieser zylindrischen Fläche wirkt. Netzsteuerung noch im Radius rein, damit wir dort schöne Spannungsergebnisse bekommen. Ich schalte jetzt hier die Trenderfassung ein und lasse das Ganze gerade mal durchrechnen. Nach der Berechnung selber können wir uns das, wie wir es gewohnt sind, natürlich die Spannungen und die Verschiebungen anschauen. Wie wirkt sich jetzt ein breiterer Steg aus. Für das tue ich im SolidWorks gerade mal den Steg anpassen. Wir gehen jetzt hier auf 12 mm. Tue das aktualisieren und tue das Ganze einfach gerade nochmal ausführen. Weil ich jetzt hier die Trenderfassung aktiviert haben, sehen Sie im Featurebaum vom Simulation einen Eintrag. Und zwar haben wir jetzt hier die verschiedenen Bezugspunkte. Ich sehe jetzt also, wie die Masse von der Iteration zugenommen hat. Ich sehe, wie die Spannungen gesunken sind. Und schlussendlich habe ich aber auch noch ein Protokoll, ein Word-Datei, das ich öffnen kann, wo mir das Ganze nochmal super in einer Tabelle zusammenfassen. So kann ich jetzt einzelne Parameter verändern. Also nochmal kurz Zusammenfassung. Was ist eine Trenderfassung? Es zeichnet die Auswirkungen aufgrund von bestimmten Änderungen in einer statischen Studie auf. So können wir Tendenzen erkennen und so auch die richtigen Entscheidungen treffen. Was ist aber, wenn ich verschiedene Parameter miteinander verändern will?
Das kann sein Modellbemassungen, globale Variablen, Simulationsparameter wie Netz, Last und Einspannung. Das kann aber auch ein Material sein, natürlich. So komme ich natürlich auch eine Vielzahl von Varianten über. Und das Ganze möchte ich natürlich auch automatisieren. Und genau da hilft mir Konstruktionsstudie weiter. Und das schauen wir uns doch jetzt auch gerade direkt im SolidWorks an. Bleiben wir doch aber gerade im gleichen Teil und machen doch da gerade mal miteinander so eine Konstruktionsstudie. Die Optimierung tun wir mal deaktivieren, die schauen wir später an. Und was ich da variieren will, sind die Anzahl bei. Da kann ich ganz diskrete Werte mitgeben, sagen wir mal von 3 bis 6 bei. Und was wollte ich beobachten? Interessant ist sicher mal die Spannung, wenn ich mich da beziehe auf die statische Studie. Plus zusätzlich will ich das gesamte Gewicht eben auch beobachten. Auch das tue ich über eine globale Variable mir berechnen lassen, zwar eben die Masse von dem Segment mal die Anzahl von den Beinen. Und auch das tue ich so beobachten. So könnte ich das Gesamte jetzt bereits ausführen. Ich will aber da noch kurz zeigen, wie wir das gemacht haben von den Lasten, wie wir das eingegeben haben. Und zwar haben wir ja da eine Gesamtlast, die im System innen ist. Wenn ich aber hier nur ein Segment berechne, haben wir auch die immer durch die Anzahl von diesen Beinen geteilt. Ich gehe wieder in meine Konstruktionsstudie. Und wie gesagt, ich kann jetzt einfach auf Ausführen klicken. Wir haben das auch ein bisschen schneller laufen lassen. Wir sehen jetzt aber sehr schön, wie da die verschiedenen Szenarien durchgerechnet werden. Das Modell wird immer automatisiert angepasst. Ich kann mir das im Gesamten noch darstellen lassen. Und immer, wenn Sie auf ein Szenario drücken, sehen Sie immer gerade die grafische Vorschau. Und natürlich sehen Sie unten dran in dieser Tabellenform, wie sich das Resultat dort entsprechend verändert. Also die erste Fragestellung haben wir jetzt hier schon können beantworten. Wie tut sich die Anzahl von diesen Stegen auswirken auf die Maximalspannung? Wir haben aber hier noch ein zweites Beispiel mitgenommen. Und zwar haben wir hier unterschiedliche Längen in dem Fachwerk rein. Und auch da will ich wissen, wie sich da die Steifigkeit verändert. Wir haben das Fachwerk als Schweißkonstruktion im SolidWorks aufmodelliert und machen jetzt daraus gerade direkt eine linear-statische Studie. Die Profile, Schweißprofile werden jetzt automatisch in Balkenelemente übernommen. Und da möchte ich ein klassisches Fest-Loslager machen. Also jetzt auf der linken Seite nicht verschiebbar, auf der rechten Seite wird eben der Freiheitsgrad in der X-Richtung jetzt hier, wird ich noch offen lassen. Die anderen beiden tue ich sperren. Zusätzlich tue ich auch alle Knotenpunkte auf der Ebene Richtung Z sperren, damit mir das Ganze nicht abkippen kann. Das Ganze noch ausblenden, komme zu den Lasten. Ich werde mal sicher das Eigengewicht von der kompletten Konstruktion berücksichtigen. Plus zusätzlich haben wir hier noch Lasten, auch die direkt auf dem Balkenelement, wo wir pro Längeneinheit angeben. Auch hier noch ein bisschen visuell, tun wir das ausblenden, was ich nicht brauche. Und tu jetzt das vernetzen. Ich arbeite hier gerade mit einer Netzsteuerung, Anzahl Element pro Balkenelement, die ich hier eingebe. Tu das komplett mal ausführen. Kontrolliere gerade mal ein bisschen visuell das Ergebnis. Ich nehme hier vielleicht noch schnell den Verformungsfaktor ein bisschen zurücknehmen und das Balkenprofil rendern. Also nochmal kurz Bewegungssimulation, um die Einspannung und die Lasten zu kontrollieren. Aus dem heraus machen wir jetzt eine Konstruktionsstudie, wie wir es vorhin schon gemacht haben. Die Variablen,
Da verändern wir jetzt, ich zeige mir das auch noch kurz, die verschiedenen Schweißprofile in den Längen. Auch da gebe ich gerade direkt diskrete Werte vor in den Längen. 3 bis 500, auch das kann ich sehr einfach mit Ctrl-C, Ctrl-V kann man das kopieren. Und auch hier möchte ich beobachten, einmal die Gesamtmasse, was für mich interessant ist. Plus, weil ich an der Steifigkeit interessiert bin, schaue ich auch immer die Verschiebungen an. Auch das tun wir beobachten. Und wir sehen jetzt hier, ich habe hier 27 Szenarien. Es wird also jedes mit jedem durchgerechnet. Sie haben aber hier auch die Möglichkeit, das als CSV zu speichern und das wieder zu öffnen. Und Sie können jetzt natürlich direkt in dem CSV auch wieder Anpassungen machen. Das habe ich hier jetzt auch gemacht. Und ich lade jetzt das einfach gerade mal rein. Also ich öffne auch das CSV, das ich angepasst habe. Ich habe jetzt nur noch 6 Szenarien und lade das auch ein bisschen verschnellert durchrechnen. Sie sehen jetzt also hier gerade die 6 Varianten und auch hier kann ich einfach mit einem Mausklick kann ich durch die verschiedenen Varianten durchgehen. Ich sehe gerade wieder, wie viel Verschiebung das ich habe, wie viel Masse das ich habe und sobald ich dann hier in die statischen Studien übergehe, sehen wir hier das Resultat und ich kann hier weitere Untersuchungen machen. Wir haben gesehen, dass Sie in einer Konstruktionsstudie verschiedene Parameter könnt gleichzeitig oder einzeln verstellen. Als Ergebnis kommen Sie in einer Tabellenform die verschiedenen Resultate über. Das heisst, Sie können dann aus verschiedenen Varianten die beste wählen. In der Konstruktionsstudie haben wir jetzt sehr schön gesehen, dass jede Variable oder Parameter mit jedem multipliziert wird. So können wir natürlich, wenn wir viele Variablen haben, auch einen Haufen Szenario über. Schlussendlich ist vielleicht das dann nicht mehr effizient. Und ich als Konstrukteur oder Ingenieur werde in meiner Konstruktion ja meistens einfach gewisse Zwangsbedingungen einhalten. Das kann zum Beispiel sein, dass die maximale Spannung nicht überschritten werden darf. Und ich verfolge verschiedene Ziele. Oder ein Ziel. Auch das kann sein, dass ich vielleicht eine Verformung minimieren will oder einfach das Gewicht. Und für genau das ist unsere Optimierungsstudie mit Parameter. Also kommen wir doch da zu der Aufgabenstellung. Was für eine Pflanzdicke und Stegdicke, das ist Trippe, sind erforderlich, dass meine Zwangsbedingungen in der Konstruktion gerade knapp eingehalten werden, damit ich möglichst wenig Material brauche und so natürlich auch an Kosten sparen kann. Gut, bei diesem Beispiel haben wir schon ein bisschen etwas vorbereitet, in der Studie. Da würde ich aber gerne noch mal kurz zeigen, die Einspannung mit Fundamentschrauben, so wie Ankerschrauben, die hier aus der Wand rauskommen. Und als Wand haben wir eben hier eine virtuelle Wand hinten dran modelliert, dass wir das andere Teil nicht mitrechnen müssen. Als Last vertikale Richtung auf die Fläche, auf die Stirnfläche dort, 300 Kilo. Die Optimierung machen wir jetzt aber hier über 2 Studien. Das heisst, ich mache hier nochmal einen weiteren Lastfall. Und zwar tun wir da jetzt auf die 3 Bohrungen tun wir da je 100 Kilo in der horizontalen Richtung setzen. Und auch da sage ich gerne einmal, wirklich schauen, dass man da jetzt auch pro Element auswählt und nicht gesamt. Das spielt da natürlich eine Rolle, was für Optionen wir dort einschalten. Das kennen wir jetzt schon. Eine Konstruktionsstudie kann ich jetzt eine neue gerade erstellen und da lassen wir jetzt natürlich mal die Optimierung aktiviert. Bei den Variablen haben wir jetzt eben die Möglichkeit, einen Bereich festzulegen. Das heisst,
Der Flansch zum Beispiel, der kann von 6 bis 8 mm kann sich der verändern. Das Ganze muss natürlich auch immer modellierbar sein. Es geht weiter zu den Zwangsbedingungen. Also was ist wichtig für meine Konstruktion? Welche Bedingungen müssen eingehalten werden? Und da haben wir zum einen mal eine Verschiebung. Das ist eben die in der vertikalen Richtung. Die darf nicht kleiner sein als 0,2 mm. Wir haben hier eine weitere noch, auch eine Verschiebung. Auch gerade komplett über das gesamte Modell. Das kann aber auch am lokalen Ort sein natürlich. Da auch ein Parameter nicht grösser als 0,35 in der horizontalen Richtung. Als Ziel haben wir jetzt auch hier Masse reduzieren. Eben wie gesagt, dass wir hier Materialkosten können sparen. Das können wir gerade ausführen. Auch da tun wir ein bisschen vorspulen. Wir sehen aber jetzt hier schön die verschiedenen Iterationen, die wir hier gemacht haben. Auch die kann ich einfach mit der Maus durchklicken. Wir sehen auch schön die roten. Dort sind Zwangsbedingungen eben nicht eingehalten werden und sind so natürlich ungültig. Und da können wir schlussendlich eben das grüne, das optimale Teil über. Auch das können wir jetzt natürlich nochmal weiter untersuchen. Sprich, auch hier kann man natürlich jetzt nochmal die Spannungen anschauen. Auch hier nochmal sehr schön über ein ISO-Clipping vielleicht, wo man da nochmal sagen kann, gut, wo sind die Spannungen am höchsten, wo sind sie am tiefsten. Und jetzt da vielleicht auch nochmal manuell am Teil gewisse Anpassungen könnt machen. Also nochmal, Sie haben verschiedene Variablen, die verändert können werden. Sie haben aber zusätzlich auch verschiedene Zwangsbedingungen, die unbedingt eingehalten werden müssen. Und schlussendlich verfolgen Sie immer ein Ziel und Simulation wird Ihnen eben das optimale Ziel für Sie suchen und entsprechend darstellen. Bis jetzt haben wir immer verschiedene Parameter angepasst, verändert und haben geschaut, was hinten rauskommt. Mit dem nicht parametrischen Ansatz, mit der Topologieoptimierung, gehen wir jetzt einfach vom maximalen Konstruktionsraum aus, wo Sie freigeben. Das Ziel ist es, in dieser Topologiestudie eine Struktur zu ermitteln, zu berechnen, die das beste Steifigkeits-Gewichtsverhältnis hat. Das schauen wir uns jetzt hier gerade mal miteinander an. Ja, wir haben jetzt hier das Teil wieder geöffnet, ein bisschen modifiziert, ein bisschen überbreite Rippen. Und wie wir sehen, eben haben wir hier die Topologiestudie, die wir aber hier auch schon vorbereitet haben. Auch hier, wie wir es uns gewöhnt sind, das Material, das wir beschreiben können, die Einspannungen. Da noch zusätzliche Einspannungen, die wir jetzt hier gemacht haben. Und jetzt sagen hier auf dieser Mantelfläche, in der axialen Richtung, sollen die Knoten gesperrt werden. Kräfte haben wir gleich sein gelassen. Und jetzt hier in dieser Topologiestudie haben wir jetzt hier verschiedene Ziele und Bedingungen, die wir festlegen können. Ich gehe mir hier gerade mal die Definition bearbeiten. Und wir haben jetzt hier das Standardziel, also die beste Steifigkeit, Gewichtsverhältnis, das jetzt hier eingestellt ist oder wo definiert wurde. Und wir können jetzt hier 35% Gewicht reduzieren von den bestehenden Teilen. Wir haben aber auch hier noch Zwangsbedingungen, zum Beispiel für Frequenzen oder für Spannungen, Sicherheitsfaktoren. Wir haben auch fertigungssteuernde Elemente. Da können wir zum Beispiel auch sagen, ja gut, gewisse Bereiche in Teile, die man nicht entfernen darf. Vielleicht sind das irgendwelche Flächen, die ich halt brauche, konstruktiv. Jetzt zum Beispiel auch vorne die Stirnfläche. Und ich da sage zum Beispiel, die dürfen nicht entfernen, weil ich die weiter brauche. Da kann ich zum Beispiel eine Dicke angeben in diesem Bereich. Wir haben aber da auch noch weitere Elemente. Ich kann zum Beispiel auch Symmetrien ausnutzen oder Entformungsrichtungen. So kann ich jetzt zum Beispiel auch sagen, er soll auch zum Beispiel in einer gewissen Richtung
eben optimieren, wenn ich zum Beispiel Bestandteile habe oder wenn ich das fräsen dann schlussendlich, also maschinell bearbeiten. Kommen wir doch jetzt aber zu den Zielen, was haben wir dann, oder zu den Ergebnissen, Entschuldigung, also als Ergebnis kommen wir jetzt da über die Materialmasse. Und so, und jetzt das neue Teile daher, wir sehen das jetzt sehr schön, wie er da jetzt eben optimiert hat, dass eben die Bereiche, die es eben nicht braucht, tut er entfernen, eben die 35%, dass er eben ein möglichst steifes Teil überkommt. Wir haben jetzt aber da noch weitere Ergebnisse. Wir können zum Beispiel auch die Spannungen darstellen. Das zeigt er halt einfach in der kompletten Darstellung oder eben auch die Verschiebung. Wenn wir da jetzt auch noch mal in Materialmassen hineingehen, haben wir auch hier eine Option. Und zwar können wir das Netz, das jetzt hier erstellt wurde, oder besser gesagt die Form, die wir eben hier haben, können wir jetzt hier als glättendes Netz herausrechnen oder als Ergebnis darstellen. Das sieht nachher so aus. Also er glättet jetzt das Netz in diesen Bereichen und wir haben jetzt hier eben die Form, die wir jetzt hier eben sehr schön sehen. Und eben auch das sollte jetzt eben vielleicht auch eine Idee geben, wie das Teil könnte aussehen, damit ich nachher ein parametrisches Modell so könnte erstellen. Ich kann mir das Modell jetzt aber auch exportieren. Ich kann das in einer Konfiguration anlegen oder ein neues Teil als Grafikkörper oder Volumenkörper. Auch das werde ich jetzt da gerade mal machen. Oder besser gesagt, habe ich schon gemacht. Und also jetzt das nochmal öffnen. Und das ist eben das Volumen, das wir jetzt hier rausgespeichert haben. Und natürlich können wir jetzt hier auch einen anderen Ansatz wählen. Und zwar kann man jetzt hier auch sagen, ja gut, vielleicht will ich das, oder vielleicht haben Sie irgendwo einen 3D-Drucker, den wir hier auswählen können. Und ich kann das Teil jetzt hier auf das Druckbett platzieren. Und da müssen wir noch schnell die Referenz angeben. Also da haben wir jetzt das Druckbett. Wir können dann das Ausmaß noch auf Geometrie anwenden. Und schlussendlich haben wir jetzt ja da zu unterstützen auch direkt eben die Möglichkeit, das nachher irgendwie als STL dann auszuspeichern oder in anderen 3D Druckformat, dass das nachher gerade direkt gelesen werden kann. Also da auch nochmal die Topologiestudie, ein nicht parametrischer Optimierungsansatz, damit ich aus einem maximalen Konstruktionsraum das beste Steifigkeits-Gewichtsverhältnis evaluieren kann. Ja, wir sind bereits bei der letzten Folie und bei der Zusammenfassung. Uns läuft auch schon langsam die Zeit davon und ich hoffe, ich konnte Ihnen zeigen, wie leistungsstark unser Konstruktionswerkzeug ist. Wir haben verschiedene Optimierungen gesehen und die sollten Ihnen helfen, eben Ihre Produkte zu verbessern. Nicht die Analyse von einer Variante, sondern eben das Testen von vielen Varianten gibt eine Konstruktionsverbesserung. Und schlussendlich, ich glaube, etwas vom Wichtigsten, Support oder auch Ansprechpartner direkt bei uns, bei den Solid Solutions. Wir verstehen SolidWorks und Simulation und eben dann auch Ihre Probleme. Falls Sie jetzt noch Fragen haben zu dem Webinar oder sonst zu Simulationen, kommen Sie direkt auf mich zu. Schön, dass Sie dabei gewesen sind. Ade miteinander.